Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Flaps Gaming. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, ein neues Spiel ist bei mir eingetroffen. Bei uns in der Redaktion heute eingetroffen, Tamarin. Ja, und ich möchte natürlich das Spiel nicht ohne euch testen. Und wir beginnen hier direkt mit der ersten Folge und schauen zusammen in das Spiel rein. Sieht irgendwie cute aus, darum dachte ich mir, ich mache mal ein paar Videos. So, Spielauswahl. Ihr seht, ich habe tatsächlich noch nichts gespielt. Das Spiel gerade zum ersten Mal gestartet, soeben erst runtergeladen, ja. Erinnerung eines Tamarins. Deine Erinnerungen erscheinen vor dem Start des Spiels. Suche nach diesen leuchtenden Teilen. Okay. Also wie gesagt, für mich ist das Spiel auch komplett neu und ihr erlebt das Spiel jetzt zusammen mit mir zum allerersten Mal. Ich freue mich drauf. Es sah irgendwie cool aus, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Was uns hier genau erwartet, weiß ich noch nicht. Ich glaube, so ein Puzzle-Adventure. So ein bisschen. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. Oh, das sieht jetzt weniger nice aus. Das sind dann offensichtlich die Bösen. Ich finde das lustig. Ist euch mal aufgefallen, dass in vielen, vielen Videospielen die Bösen immer irgendwie so einen leichten Nazi-Touch haben? Ich meine, hier die braunen Ameisen und der braune Käfer da. Ich meine, das ist ja jetzt überhaupt keine Anspielung oder so, ne? Oh, alle flüchten. Ja, warum die das da machen, weiß keiner jetzt so genau, ne? Warum bleibt er denn sitzen? Junge, das ist keine gute Idee für dich. Ach, das bin ich. Und nicht irgendwer. Nee, ich sitze auf jeden Fall nicht vor dem brennenden Haus. Okay. Rollen. Ah, okay. Und springen. Also gut, rollen und springen können wir schon mal. Eine dreidimensionale offene Spielwelt. Gefällt mir. Ui. Ah, nach den Dingern, da sollte ich doch Ausschau halten. Ah, da ist irgendwas. Ja, sieht ein bisschen aus wie Navi aus Zelda. Ich hüpfe hier so fröhlich rum, dabei sieht das gar nicht so fröhlich aus. Also echt irgendwie kein cooles Leben. Ja, du blinkst, ich komme. Oh, das Ding scheint mich zu führen. Also tatsächlich so eine Art Navi, wie in Zelda. Aber der kleine Kerl hier sieht schon irgendwie cute aus. Wirklich. Finde ich cool. So, da kommen wir doch bestimmt hoch, oder? Nö. Sprungbrett noch nicht aktiviert. Okay, also können wir später an die Stellen zurückkommen. Du hast eine weitere Erinnerung gefunden. Das erinnert mich jetzt gerade auch irgendwie ein bisschen an West of Dead. Aber oh, was ist das? Einfangen. Okay, wir haben den Käfer gefangen, das heißt. Kann ich den jetzt essen oder was? Nein, da ist irgendwas abgebildet. Aktivieren. Mit dem Käfer? Sesam, öffne dich. Ach, das war gar kein Gigant oder was? Das ist eine Tür? Ist ja nice gemacht. Schöne Effekte, gefällt mir. Geh nicht in das Licht. Geh nicht in das Licht. Na doch, wir gehen rein. Okay, Spiel wird gespeichert. Das ist schon mal ganz gut. Okay, man zeigt mir einen Blätterhaufen. Die Grafik sieht ein bisschen komisch aus, finde ich jetzt persönlich. Auf dem kleinen Monitor seht ihr das nicht. Auf dem großen ist das alles so ein bisschen verschwommen. Das sieht so ein bisschen aus wie in Dreams. Kennt ihr die Entwicklungsumgebung Dreams? Oh. Neuer Charakter. Er macht so ein bisschen den Eindruck davon, als wenn es auf derselben Engine basiert oder sowas. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Okay, nicht erschrecken. Ich habe überlebt, weil ich mich hier unten versteckt habe. Völlig verängstigt und total aufgestachelt. Ich bin auf deiner Seite. Ist bei dir alles in Ordnung? Das ist so traurig. Deine Familie wurde verschleppt und mit dem abgebrannten Wald und dem zerstörten Haus kann es kaum aussichtsloser werden, oder? In der Tat, die Wälder sind voll mit brutalen, bewaffneten Insekten. Sie bauen Fabriken, breiten sich überall aus und verschmutzen die Umwelt.
Das ist alles so schrecklich, dass ich mich einfach hier unten verstecke, bis die Welt untergeht, sofern du damit einverstanden bist. Ah, tut mir leid, wir stecken da zusammen drin, ein verzweifelter, pelziger Freund. Lass mich dir eine eklige Umarmung geben, alles wird gut. Nun, wir können doch nicht einfach wie schluchzende kleine Äffchen in schwer bewachte Wälder laufen, oder? Nimm das. Oh, du hast die Uzi erhalten. Eine Uzi, ja, ist klar. Gut, das sieht mir aus wie eine Pistole. Ziele mit R und halte R2, um zu schießen. Ja, Alter, das ist schon, also jetzt wird es schon krass, ne? Also, stimmt, Tamarin, das war dieses umweltkritische Spiel, ja, wo es ein bisschen um Umweltverschmutzung und sowas ging. Nach einigen Schüssen verringert sich die Schussgeschwindigkeit. Halte L2, um Objekte oder Gegner über dir zu erfassen. Siehst du den Schalter da drüben? Versuch ihn als Ziel zu erfassen und dann schieß ihn runter, um die Tür zu aktivieren. Ja, das war schon brutal, Igel, ne? Die hier mit einer Uzi rumrennen. Muss ich da erst hochspringen oder was? Ja, ich komm doch da. Erfasse den Schalter mit L2. Wo ist der denn? Der ist da oben und nicht da oben, okay. Das ist noch was anderes. Puff. Oh, ich habe begrenzte Munition. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann hier nicht rumballern wie so ein Geisteskranker. Hier ist nix. Was ist mit der Tür? Ach, die ist aktiviert. Okay, oh, jetzt geht's direkt los. Ich wollte eigentlich nur gucken, die Tür geht direkt auf. Wir befinden uns also im Fränerwald. Befreie dieses einst friedliche Land von einer Armee eindringender Insekten. Harzkristalle stecken voller Energie. Sie helfen dir dabei zu überleben. Hüte dich vor den Drohnen in den besetzten Gebieten. Sie streifen in Gruppen im Wald umher. Achte auf Gegner aus der Luft. Schalte sie mit der Zielerfassung aus. Achte darauf, dass dir die Munition nicht ausgeht. Nutze Speicherpunkte, um deinen Fortschritt zu speichern. Auf deiner Reise durch die Wälder und Berge werden dir Vögel in Not begegnen. Nimm sie mit in Sicherheit. Okay, das Anvisieren ist schon mal nicht so leicht. Ich kriege aber Munition, wenn ich einen von denen erschieße. Ja, die halten unterschiedlich viel aus, okay. Jetzt habe ich noch irgendwas, eine rote Maske gesammelt. Scheint aber doch actionlastiger zu sein, wie ich gedacht hatte. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie so ein Puzzle-Adventure, so leicht. Ja, und endlich Lebensenergie habe ich aber auch nicht. Müssen wir vorsichtig sein. Ja, das ist schon ordentlich Schuss am Verschwenden, ja. Scheinbar sind die Waffen auf Entfernung nicht ganz so effektiv. Lizenz zum Töten. Ja, ich bin Bond. James Bond. Ja, mein Name ist 00 Tamarin. Oder 00 Flausch oder sowas. Ja, ich muss sagen, wirkt auf jeden Fall cooler, als ich gedacht hatte. Definitiv. Das Spiel schon mal. Direkt auf den ersten Blick. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall mehr Spaß mit haben, als ich mir erhofft hatte. Gut, die Tür geht nicht auf. Oder schlecht, die Tür geht nicht auf. Aber wir schauen weiter, gehen wir hier über die Brücke drüber. Hier liegt erstmal ein neues Leben. Auch einer, dann sind wir direkt wieder... Ja, hätte ich besser mal ein paar liegen lassen, da sind noch Gegner. Okay, die Reichweite meiner Pistole ist auch nicht unbegrenzt. Oder meiner Uzi. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Action hier drin erwartet. Vor allem dafür, dass das Spiel relativ klein ist. 5 GB nur. Klar, es ist jetzt kein optischer AAA-Titel, aber das muss ja auch nicht sein, oder? Das muss ja Laune machen.
Und bis jetzt finde ich auf jeden Fall, hat es definitiv Potenzial, Laune zu machen. Reguläre Munition. Das heißt, es gibt also auch irreguläre Munition. Das ist auch nicht uncool. Das bedeutet, ich kann noch Spezialmunition bekommen irgendwann. So, alle Gegner besiegt. Dann geht zumindest eine von den beiden Türen. Nein, nicht alle Gegner. Upsi. Jetzt haben wir alle besiegt. Dann geht nämlich die andere Tür auch noch auf. Hehe. So, muss ich jetzt eine Auswahl treffen oder kann ich beide nutzen? Ne, hier ist ein Speicherpunkt auf jeden Fall schon mal. Da brauche ich nur dran laufen. Okay, das ist cool. So. Was jetzt? Da kommt irgendwas geflogen. Bienen? Wespen? Schießen aber auch zurück. Es ist gar nicht so einfach, da vernünftig präzise zu zielen. Vor allem kostet das Munition, wenn ihr nicht aufpasst hier. Also das kann ich euch direkt schon mal ans Herz legen, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Achtet ordentlich auf die Moon. Bossgegner. Der ist definitiv nicht so leicht zu besiegen wie die anderen. Da gehe ich von aus. Das sieht schon so aus. Der hat ganz schön was ausgehalten jetzt. Ah, Käferschrecken. Dann geht da die hinter uns die Tür auf, das Gitter. Ja gut, weil auch der Schalter ein ist. Schade, Munition hinterlässt er jetzt keine. Die Kisten. Bringen die uns was? Nein, die bringen uns auch nichts. Schade. Okay. Dann war das jetzt ordentlich verschwendete Munition. Der Schalter geht nicht freiwillig. Hier ist auf jeden Fall viel los in dem Spiel. Also die Levels scheinen durch die Bank weg interessant gestaltet zu sein. Hier, das Leveldesign ist umfangreich auf jeden Fall. Ah, das ist wieder ein Igel. Oh, das ist derselbe. Wer hätte das gedacht? Kleiner Kaiser Tamarin, deine Sanftmut ist keine Schwäche. Du gibst nur einfach nie auf. Aber der Wald ist gefährlich. Das ist eine Tatsache. Und ich würde dich bestimmt gerne aufmuntern. Könnte ich dich dieses Mal um einen Gefallen bitten? Ich sammle Sachen. Kleine, rote Sachen. Nur ein paar Insektenmagen, falls du damit einverstanden bist. Ein Maschinengewehr? Was sagst du dazu? Ja klar. Du hast das Maschinengewehr erhalten. Diese Waffe verfügt über hohe Feuerkraft, ist aber nicht sehr genau. Wechsle Waffen mit der Quadrattaste. Halte zum Schießen R2 gedrückt. Okay, dann springen wir hier wieder runter. Holen uns mehr Masken. Ich glaube, ich habe ja noch welche gesehen. Ja. Der kleine Kerl ist also ein Händler. Mehr oder minder. Das heißt, wir müssen diese Masken auf jeden Fall sammeln, weil es gibt neue Waffen. Die Tür geht nicht von alleine auf. Das geht auch nicht so einfach. Aber das geht, wenn die andere Tür da auf ist. Dass ich an die Vögelchen rankomme. Okay. Da war offen, da noch nicht. Da unten war der Endgegner drin, also wieder zurück. Gucken, ob das geht. Ja, natürlich geht das. Wunderbar. Dann können wir jetzt die andere Tür hier nutzen. Oh, da liegt noch eine Waffe. Flugmunition. Oh, hatten wir aber voll. Na gut, dann lassen wir die erstmal liegen da. Klar. Ah, hier ist auch ein Speicherpunkt. Oh, die ist aber gar nicht so schlecht, die MG. Ich denke mal, die ist hauptsächlich cool für große Gegnergruppen oder starke Gegner. Ich meine, es ist schon strange, ja. Das Spiel wirkt irgendwie total cute und dann ist die erste Waffe, die wir kriegen, eine Uzi.
Als nächstes schalten wir Maschinengewehr frei. Ist schon eine harte Hausnummer. Hier ist was. Ah, reguläre Munitionskiste. Eine Mine. Okay, habe ich mir fast gedacht. Kleiner knuddeliger Freund ist böse. Gut, mit dem MG sollten wir nicht unbedingt jetzt hier massenweise Kisten wegfeuern. Ja, dafür geht uns die Munition dann doch etwas zu schnell aus, aber es scheint schon ganz gut zu funktionieren bisher. So. Was wollt ihr von mir, Freunde? Ne, das mache ich doch tatsächlich mit der Uzi. Wow. Explodierkäfer, überhaupt nicht lustig. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Ja, das war jetzt nur Uzi-Munition. Ja, das MG ist nicht mehr voll. Gehen wir zuerst links. Mehr kleines Vögelchen. Ich nehme ich mit. Noch ein kleines Vögelchen. Auch dich nehme ich mit. Und dich muss ich befreien, oder wie sieht's aus? Wie krieg ich den denn da raus? Ja, Käfig kaputt schießen geht scheinbar nicht. Ist ja blöd. Ich muss aber das Vögelchen auch retten. Okay. Müssen wir gucken, vielleicht finden wir hier noch einen Weg, das Vögelchen zu retten. Nein, die Standardmunition, die wir einsammeln, ist scheinbar immer für die Uzi. Hier sind noch mehr Vögelchen, habe ich doch gesagt. Da kommen wir von hinten ran. Aber es ist immer noch das eine, an das wir jetzt nicht drankommen da, oder wie? Hm. Das wäre schade. Ja, es gibt mit der Dreieckstaste einen Beobachtungsmodus. Könnt ihr euch dann die Gegend angucken. Auch nicht uncool. Wenn ihr euch mal umgucken müsst, lohnt sich das bestimmt. Aber auch im Beobachtungsmodus kriegt ihr da oben die Kiste nicht auf. Ne. Können nur drauf schießen. Und das Seil kriegen wir nicht kaputt, egal was wir machen. Ne, da muss ich wohl aufgeben, das kriege ich nicht hin. Gut, das war für den ersten Eindruck eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, ich drücke mal kurz auf Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Ihr dürft den Kanal gerne abonnieren, da würde ich mich ganz tierisch drüber freuen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Tamarin weitergeht, schaltet in der zweiten Folge natürlich wieder ein. Ich würde mich freuen und bin erstmal raus. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.